So, hallo, ich bin Samuel. Ich erzähle heute ein bisschen was über OpenSSL. Und zwar so ein bisschen Kommandos, Benutzung, Hintergründe. Und das Ganze gibt es auf GitHub. Das heißt, wenn ihr Belsamuco, GitHub, beziehungsweise github.com/Belsamuco geht, da gibt es dort ein Crypto-Advent 2020 Repo. Und das ist das, was ich hier gerade auch aufrufe. OpenSSL, was ist das? Das ist eine Bibliothek für Verschlüsselung, Signatur und Kryptographie und ganz am Anfang ein bisschen Begrifflichkeit. SSL, also OpenSSL, das SSL-Name, das ist das gleiche wie das Begriff TLS. Das heißt, wenn ich sage SSL oder TLS, das bedeutet genau das Gleiche. OpenSSL hat ganz viele Kommandos für die Kommandozeile. Hier ist eine kleine Übersicht darüber. Das sind ganz, 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 ganz viele. Man kann sich die im Detail einfach anschauen, entweder jetzt hier in dem Vortrag oder auf der Wiki-Seite von OpenSSL. Hier steht auch nochmal, was sie alles können. Und ein paar davon schauen wir uns jetzt an. Und zwar signieren und verifizieren mit OpenSSL. Das heißt, was ist eine Signatur? Eine Signatur ist ganz grob ein Hash einer Datei oder eines Datenblocks, der mit dem Private Key verschlüsselt wird. Und beim Verifizieren wird das mit dem Public Key wieder entschlüsselt und mit dem Hash verglichen. Das ist auf OpenSSL-Ebene und das kann man verwenden für zum Beispiel für Codesignaturen. Man sollte das nicht verwenden für Messaging. Dafür gibt es andere Signaturverfahren, weil OpenSSL, also die OpenSSL-Signaturen erzeugen immer die gleiche Signatur und das ist anfällig für Replay-Attacken. Habe ich hier verlinkt. Eine Replay-Attacke ist einfach, wenn man die korrekt signierte Nachricht abfängt und dann irgendwann nochmal schickt. Das heißt, wenn in einem Kommando drin steht, abschalten und das ist dann signiert und dann würde ein Angreifer dieses Kommando abfangen, könnte er das irgendwann nochmal schicken, das wäre auch wieder korrekt signiert und könnte damit das Abschalten-Kommando nochmal schicken. Wie sieht das Ganze OpenSSL-seitig aus? Ich habe hier im Temp einen Ordner. Da ist jetzt das aktuelle Datum als Datenblock in der Data.txt drin. Ich kann mir mit OpenSSL einen Private Key generieren. Der sieht so aus, den jetzt nicht mehr wieder verwenden, der ist jetzt gestorben für alles. Daraus den Public Key generieren. Der sieht so aus, der ist ein bisschen kleiner. Und jetzt kann man hier mit dem DGST-Kommando eine Signatur erstellen. Das da. Und die sieht dann so aus, die ist binär, das heißt, man sieht nicht so viel und man kann die auch wieder verifizieren mit OpenSSL, das heißt, mit dem DGST, also Digest-Kommando, kann man einmal signieren und einmal verifizieren. Und das Verifizieren, das sieht dann so aus und dann sagt OpenSSL, das Ganze ist verifiziert. Ich glaube auch mit, hier gibt es ein 0, das heißt, es ist erfolgreich zurückgegangen. Wenn wir jetzt die Signatur fälschen, dann ist das immer noch korrekt signiert, weil wir haben am Ende nur was dran hängt, dann müssen wir in der Mitte was modifizieren. Hier machen wir eine 8 hin. Und jetzt ist das fehlgeschlagen. Und das letzte Rückgabewert ist jetzt 1, das heißt, hat nicht mehr geklappt. Genau.
Zu dem Nachteil mit der Replay-Attacke, wenn ich jetzt eine Signatur erstelle und nochmal eine Signatur erstelle, dann sind die identisch. Das heißt, zwei Signaturen auf die gleiche Datei werden identisch ausfallen und dadurch ist das anfällig für diese Replay-Attacken. Die Alternative zu dem Digest-Util, und das ist bei OpenSSL häufiger der Fall, man kann mehrere dieser eingebauten Tools verwenden von OpenSSL, um etwas zu erreichen. Das heißt, man kann auch mit dem P-Key-Utility oder Private-Key-Utility kann man auch signieren und verifizieren. Und da muss man allerdings den Hash angeben. Und also das heißt, man erstellt sich erst einen Hash und signiert und verifiziert den dann. Das heißt, ich gebe jetzt hier mache ich einen Hash. Der sieht so aus. Dann wird er hier signiert. Das sieht auch wieder so aus. Und das Ganze kann ich verifizieren und dann kriege ich eine leicht andere Nachricht zurück. Aber es lässt sich ganz ähnlich verwenden wie das Digest Utility. Nur, dass man hier halt direkt einen Hash reingibt und nicht die Daten, die man signieren möchte. Das ist jetzt die Möglichkeit, wie man mit OpenSSL verschlüsselt und signiert und verifiziert. Wenn man jetzt sagt, man möchte Nachrichten verwenden, sollte man stattdessen GnuPG verwenden, weil das hat den Vorteil, dass die Nachrichten, also dass die Verschlüsselung sich immer wieder ändert. Die Signatur ändert sich. Das heißt, wenn ich jetzt hier zwei Signaturen erstelle mit GnuPG, dann sieht man, dass die sich beide unterscheiden, obwohl die auf die gleichen Dateien erzeugt wurden. Und dann kann man die hier wieder verifizieren. Und da sieht man, das habe ich jetzt mit meinem E-Mail-Key von GnuPG signiert und das ist korrekt. Genau. Dann das nächste, das war jetzt signieren und verifizieren. Das nächste sind Zertifikatskommandos. Das heißt, mit REQ kann man sich selber ein Zertifikat erstellen. Das ist ganz praktisch, wenn man sich selbst, also wenn man selber Webentwicklung macht und sich ein OpenSSL, also ein Zertifikat fürs Testen bauen möchte. Das Format von Zertifikaten, das ist ASIN-1. Das heißt, das ist ein Binärformat, in dem einfach die verschiedenen Zahlen und Zwecke für ein Zertifikat drinstehen. Und das hier ist das Kommando, wie man sich ein Zertifikat erstellen kann. Das dauert ein bisschen, weil das ein großer Key ist. Und jetzt kann man sich das Zertifikat anschauen, beziehungsweise das ist der Private Key zu dem Zertifikat, nee, das war jetzt das Zertifikat, hat er den Key hat er auch rausgeschrieben. Also das ist der Key, das ist ein 4K-Key, das ist das Zertifikat dazu, das Zertifikat enthält den Public Key. Und jetzt kann man sich mit dem X509-Tool sich dieses Server-Zertifikat einmal ansehen. Was da so drin steckt, und da sieht man, das ist für Localhost zugelassen, das ist ein ich glaube, irgendwo steht auch die Größe des Key. Das ist ein 4K-Key. Und jetzt kann man das sogar lokal testen. Das heißt, ich kann mit S-Server, da kann ich ein Zertifikat mitgeben und den Private Key. Und das macht einen Server auf, den ich dann ansurfen kann auf Port 4433. Und das heißt, dann kann man sich auf der Kommandozeile die Eigenschaften der SSL oder der TLS-Verbindung von dem Client zu dem OpenSSL-Server anbauen. Das heißt, jetzt hat er den Key aufgemacht.
den Server. Okay, Chromium Maker, dann machen wir es bei Firefox. So, genau. Das ist natürlich jetzt ein Self-Signed Zertifikat und da muss man dem Firefox dann sagen, akzeptiere das. Und jetzt kriegt man eine Übersichtsseite über die Verbindung von dem Firefox zu diesem OpenSSL-Server. Das heißt, welche Zertifikate unterstützt das OpenSSL, was ich gerade verwendet habe, welche Ciphers. Welche Ciphers werden von dem Server und dem Client unterstützt und was wurde am Ende ausgehandelt? Das ist hier TLS V1.3, das ist ein neuer Algorithmus. Und auch mit den Session-Informationen. Das gleiche gibt es auch auf der Kommando, nee, gibt es nicht auf der Kommandozeile, nur auf der Webseite. Genau, so kann man sich dann diese Verbindung ansehen. Und wenn man sich mal im Detail ansehen möchte, wie so ein Serverzertifikat aussieht, das ist diese ASN1-Struktur mit dann den diversen Zahlen, was hier überall so steht. Alternativ kann man auf zum Beispiel dieser Webseite kann man sich auch ASN1-Strukturen ansehen. Und dann sieht man hier diese ganzen Zahlen, die in dem Zertifikat kodiert sind, entsprechend mit der Stelle und was die dann ungefähr bedeuten. So viel zu Zertifikaten. Dann die Kommandos Server und Clients. Das heißt, das ist ein TLS 1.3 Handshake. Das ist diese Verbindung von dem Client, also in diesem Fall Firefox oder einem Browser oder Curl, zu einem Server, der dann die Verschlüsselung bereitstellt. Und der Client schickt ein Client-Hello an den Server. Das ist eine unverschlüsselte Nachricht an den Server. In diesem Client-Hello steht drin, hier ist mein Teil von dem Diffie-Hellman Verschlüsselungsverfahren und das sind die Ciphers-Feeds, die ich unterstütze. Und der Server sucht sich dann aus diesen unterstützten Ciphers-Feeds, wenn er davon auch einen unterstützt, sucht er sich auch einen aus, optimalerweise den neuesten und besten, die beste Ciphers-Feed, und schickt dann seinen Anteil von Diffie-Hellman-Key-Verfahren zurück und damit haben die einen dann Private-Key ausgehandelt, wo jeder seinen Teil davon hat und dadurch können die dann verschlüsselt kommunizieren. Was man hier sieht, dass diese dieses Client-Hello an den Server und das Server-Hello zurück an den Client, die sind beide unverschlüsselt. Das heißt, man hat hier so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, solange kein Key ausgemacht ist zwischen Client und Server, kann ich das nicht verschlüsseln. Und das heißt, das Client-Hello und Server-Hello, die sind unverschlüsselt. Und das heißt, wenn ein Angreifer sich hier in die Mitte hockt und die Cipher-Suites modifiziert, und zwar auf möglichst schlechte Cipher-Suites, dann kann der Server entweder sagen, okay, die Cipher-Suites, die du mir anbietest, sind zu schlecht. Oder wenn der Server sagt, ich möchte kompatibel zu vielen Cipher-Suites sein, ich akzeptiere deine schlechte Cipher-Suite, dann kann es sein, dass Client und Server eine schlechte Cipher-Suite aushandeln, die dann potenziell angreifbar ist. Das heißt, wenn man einen Server aufsetzt oder einen Client aufsetzt, sollte man darauf achten, dass man möglichst gute Cipher-Suites verwendet und nicht mehr veraltete. Genau, dafür gibt es ein OpenSSL, um sich da ein bisschen zu informieren. Die Kommandos S-Client und S-Server. S-Server haben wir gerade gesehen, das macht einen Server auf Port 443 auf. S-Client ist dafür geeignet, um sich Zertifikate vom Server zu holen. Das heißt, wenn ich jetzt mir anschauen möchte, wie schaut das Zertifikat von Google aus, kann man mit OpenSSL-Client Connect sich das Google-Zertifikat holen. Das ist das hier. Äh,
Alternativ kann man dieses natürlich auch ein bisschen skripten. Ich habe hier ein kleines Skript geschrieben, das ist verlinkt in einem Repo. Das macht genau das Gleiche, also benutzt auch einen SSL-Client-Connect. Und dann kann man, wenn man schnell eine Info haben möchte, dann hier das Zertifikat von Google. Genau, Server hatten wir gerade schon. Ach ja, man sieht hier, bei dem Client sieht man noch die Handshake-Informationen. Genau, das mit dem Server hatten wir gerade schon. Das heißt, das hier hat den Key, also das Server-Zertifikat für Localhost generiert. Und das hat diesen Demo-Server aufgemacht. Jetzt kommt natürlich die Frage hier oben mit diesen Cipher-Seeds. Welche Cipher-Seeds sind denn sicher, welche sind nicht so sicher? Dafür gibt es von SSL Labs eine Testseite. Kann man sich ansehen. Und hier gibt es einen kleinen Test. Und da kriegt man raus, das sind die Protokolle, die jetzt der Browser hier, das ist jetzt ein Firefox, die der unterstützt. Der unterstützt zum Beispiel auch noch veraltete, die man nicht mehr verwenden sollte. Und man sieht hier, ich habe hier auch noch in der Liste ein paar Cipher-Suites, die nicht mehr ganz aktuell sind und die sollte man eigentlich rausschmeißen. Man hat hier natürlich wieder ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, wenn man auf einen Server surfen möchte, der die neuen sicheren Suites nicht unterstützt, sondern nur noch die alten, kann man darauf dann mit Firefox nicht mehr zugreifen. Das passiert ab und zu tatsächlich noch. Oder wenn der Server nur die neuen unterstützt und ein Client ankommt, der nur noch alte hat, dann kann das auch sein, dass die nicht miteinander kompatibel sind. Das heißt, ältere Android-Versionen oder Internet Explorer, die unterstützen die modernen Verschlüsselungsverfahren nicht mehr. Genau, so viel zu Server und Client. RSA, AES, Verschlüsselung, Entschlüsselung. Zum Verschlüsseln, ein bisschen zur Begrifflichkeit am Anfang. Ich werde manchmal etwas von dem IV erzählen. Das ist der Initialization Vector. Das sind zufällige Daten, um den ersten CBC-Block mit irgendwelchen zufälligen Daten zu verschlüsseln. Diesen Initialisierungsvektor, den generiert man, also das sind zufällige Daten und die gibt man im Klartext dann mit, wenn man etwas verschlüsseln möchte. Und das AES, da gibt es zwei, also für die AES-Verschlüsselung gibt es zwei bekannte Verfahren für die Verschlüsselung von Blockdaten. Also das heißt, Blockdaten im Unterschied zu Streamdaten. Streamdaten ist irgendwie ein Video oder ein Musikstream. Blockdaten ist, wenn ich jetzt eine Datei verschlüsseln oder entschlüsseln möchte und die irgendwo hochschicke. Und zwar gibt es die Verfahren CBC und ECB. Die klingen fast gleich. Was man sich grob merken sollte, CBC ist das, was man verwenden sollte. ECB gilt als unsicher, weil das wieder anfällig gegen die Replay-Attacke ist. Das heißt, ein verschlüsselter ECB-Block ändert sich. Und bei CBC ist es so, dass die Hashes von dem vorhergehenden Block werden verwendet für den nächsten Block und dadurch unterscheiden sich die Blöcke immer. Auch wenn gleiche Daten verschlüsselt werden. Die Verschlüsselungsverfahren, die OpenSSL unterstützt, kann man sich ausgeben lassen. Das sind jetzt bei mir lokal die hier. Das sind ein paar, die sind bekannt, also AES zum Beispiel, das ist alles bekannt. Oder ein paar, die unsicher sind, wie RC4. Oder ein paar seltene, das weiß ich nicht, was das ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, die AES, das sind die so bekannt sind. Das ist für AES-Verschlüsselung. Dann kann man mit OpenSSL auch asymmetrisch verschlüsseln, also diese RSA-Verschlüsselung.
das hat den Vorteil, dass man den Public Key für die Verschlüsselung kann man frei rausgeben und jeder kann etwas damit verschlüsseln. Das heißt, man muss sich nicht vorher einen Key aushandeln, wie bei der AES-Verschlüsselung, wo der Key zum Endschlüssel und Verschlüssel immer der gleiche ist. Und hat allerdings den Nachteil, dass man auf die Key-Größe ungefähr limitiert ist. Das heißt, wenn man Sachen verschlüsseln möchte, die zu groß werden, dann meckert RSA und sagt, hier, das kann ich nicht verschlüsseln, das ist zu groß. Und deshalb vermischt man das. Das heißt, man verschlüsselt mit dem RSA-Verfahren einen AES-Key und mit dem AES-Key verschlüsselt man dann seine beliebigen Daten. Genau, wo sollte man noch darauf achten, wenn man mit AES verschlüsselt? Also auch bei CBC, man sollte die Daten, die man verschlüsseln möchte, auch immer hashen, um Bitflipping-Attacken zu verhindern. Dann sollte man, wenn man datensparsam sein möchte, sollte man seine Daten erst komprimieren und dann verschlüsseln, weil erst verschlüsseln und dann komprimieren bringt wenig, weil verschlüsselte Daten sind quasi random und sind dadurch nicht mehr komprimierbar. Dieses Mixen mit AES, das kann man mit dem Kommando OpenSSL CMS machen. CMS ist das E-Mail-Verschlüsselungsverfahren. Wie sieht das Ganze auf der Kommandozeile aus? Das heißt, ich kann hier wieder Daten erzeugen. Erzeuge hier einen IS-Key und einen IV. In diesem Fall ein IS-Key, das sind zufällige 16 Byte an Daten. Das heißt, das ist jetzt mein IS-Key. Das ist mein IV und die sehen auch fast gleich aus, nur dass sie halt andere Daten enthalten. Und mit ENG kann man dann etwas verschlüsseln. Hier hat man auch wieder das Problem mit den Replay-Attacken. Das heißt, zwei verschlüsselte Texte sind identisch. So sieht jetzt der verschlüsselte Text aus. Also wenn ich das nochmal verschlüssele, sieht man, die sind identisch. Das heißt, genau, die sind beide gleich. Und das heißt, man packt dann noch einen Hash dazu, dann vielleicht einen Timestamp und vielleicht noch irgendwie random Daten in die Data.txt, damit die verschlüsselten Daten sich nicht gleichen. Oder ein Zähler oder irgendwas, was man auf der anderen Seite sich ausmacht. Zum Verschlüsseln kann man dann auch wieder ENG verwenden. Mit D, also das heißt, das E war Encrypt, D war Decrypt. Hier ist das Verschlüsselungsverfahren. Das war das aus der Liste, hier eins ausgesucht. Und man gibt hier den Key mit, den IV, die Daten und sagt, man möchte das als Base64 verschlüsselt haben. Und zum Entschlüsseln nimmt man D für Decrypt, ansonsten ist das Kommando fast das gleiche. Entschlüsselt das und kann dann die entschlüsselten Daten mit den Originaldaten vergleichen und sieht diesen gleich. Das ist jetzt hier möglich für beliebig große Daten, die AES-Verschlüsselung. Was auch noch ein Vorteil ist, bei der AES-Verschlüsselung ist auch schnell, das heißt, die RSA-Verschlüsselung und Entschlüsselung, die ist relativ langsam, die AES-Verschlüsselung ist schnell und deshalb mixt man das auch. Das ist jetzt die Verschlüsselung von einem kleinen Datenblock mit RSA. Das heißt, ich habe hier meine Daten. Generiere mir jetzt hier ein Key-Paar.
Das ist der Private Key. Das ist der Public Key. Und jetzt kann ich hiermit etwas verschlüsseln. Und ich kann mir auch anschauen, ob die Verschlüsselung sich ändert. Das heißt, hier hat man jetzt den Vorteil bei der RSA-Verschlüsselung, dass wenn ich zweimal die gleichen Daten verschlüssele, dass sich dann die verschlüsselten Texte unterscheiden. Das heißt, das kann man dazu verwenden, um Replay-Attacken zu verhindern. Und das kann man wieder entschlüsseln, auch wieder mit dem RSA-Utility. Und sich dann anschauen, ob das erfolgreich war. Und dann sieht man, dass die entschlüsselten Daten und die Originaldaten sind identisch. Jetzt kommt natürlich die Frage mit diesen großen Daten. Das heißt, was sagt das RSA-Utility jetzt dazu, wenn meine Daten zu groß sind? Das heißt, ich habe hier auskommentiert einen 5-Kilobyte-Block. Den möchte ich verschlüsseln. Und dann sagt er mir schon, die Daten sind zu groß für die Keygröße. Das heißt, man kann sich daran orientieren. Ich kann mit OpenSSL RSA kann ich ungefähr so viel verschlüsseln, wie die Keygröße ist. Das heißt, ich habe hier eine Keygröße von, ich glaube, 2 oder 3K als per Default. Das heißt, ich kann ungefähr 2, 3 Kilobyte kann ich verschlüsseln und alles, was größer ist, das geht nicht. Und das heißt, ich muss auf gemischte Verfahren umsteigen. Das bietet OpenSSL entweder mit dem Tool S-MIMA an oder CMS. Das sind beides Werkzeuge, um E-Mails zu verschlüsseln, beziehungsweise benutzen die S-MIMA E-Mail-Verschlüsselung. Das ist eine gemischte Verschlüsselung. S-MIMA und CMS sind quasi gleich, also benutzen die gleichen Verfahren. CMS kennt nur neuere Verschlüsselungsverfahren. Also die sind sich sehr ähnlich. Und das heißt, ich mache jetzt hier meine großen Daten wieder, baue mir ein Zertifikat für die, also ich habe oben den Key gelöscht, jetzt baue mir ein Zertifikat, mit dem ich verschlüsseln kann. Das ist ein bisschen wurstlich. Das heißt, die S-MIME-Verschlüsselung kann nicht direkt mit dem Private Key verschlüsseln, sondern man braucht ein Zertifikat, mit dem man dann eine E-Mail verschlüsselt. Beziehungsweise mit dem Public Key, sondern das braucht ein Zertifikat, was dann den Public Key enthält. Mit dem Encrypt kann man dann verschlüsseln. Das sieht dann so aus, es ist ein bisschen aufgeräumter als die Binärverfahren von vorn. Und man sieht hier oben, der baut sogar einen Header dran. Und wenn man das vergleicht, dann sieht man auch, dass wenn ich mit dem S-MIME oder dem CSS-Verfahren zweimal Daten verschlüssele, dann unterscheiden die sich auch. Das heißt, die sind kompatibel für die Übermittlung von Nachrichten. Genau, das war einfach nur nochmal ansehen, was hier oben steht. An dem verschlüsselten Datenblock. Die Entschlüsselung kann man dann auch mit dem CMS-Tool machen, mit dem Decrypt statt Encrypt. Ansonsten sind die auch wieder fast gleich. Und mit BIF sieht man jetzt hier, dass die Daten entschlüsselt werden konnten. Und zwar auch mit diesem gemischten Verfahren, mit dem RSA-Verfahren große Daten. Ja. OpenSSL. Wenn OpenSSL ist nicht nur ein Kommandozeilentool, sondern auch eine Bibliothek.
Das heißt, man kann das verwenden, um zum Beispiel in C++ oder in anderen Programmen, also es gibt auch Wrapper für alle möglichen Programmiersprachen, man kann das verwenden, um diese ganzen Operationen, die wir gerade gesehen haben, auch programmatisch zu verwenden. Ich habe jetzt hier eine C++-Datei, die enthält ein bisschen OpenSSL-Code. Was braucht man, um OpenSSL, also um mit OpenSSL bauen zu können? Man muss einmal die OpenSSL-Bibliotheken mit einbinden. Das ist in diesem Fall Krypto. Und danach kann man die OpenSSL-Header einbinden und kann dann die OpenSSL-Kommandos verwenden. OpenSSL hat ein C-Interface, das heißt, man erstellt immer anonymen Structs und die gibt man dann in irgendwelche Kommandos ein mit noch weiteren Parametern. Das ist jetzt hier eine SHA-256, na, ein Hashing. Das heißt, ich habe jetzt hier ich habe noch. Das kommt weg. Jetzt hat er das kompiliert. Und jetzt habe ich das Wort Hase in dem Programm habe ich das Wort Hase mit OpenSSL gehasht und dann noch nach Hex umgewandelt, damit man das auch lesen kann, weil die Hashes, die OpenSSL rausgibt, sind per Default erstmal binär. Damit man die lesbar machen kann, muss man die noch nach Hex umwandeln. Und wenn ich jetzt das Wort Hase, die SHA-Summe davon erstelle, dann kommt programmatisch das hier raus und jetzt kann ich das auf der Kommandozeile verifizieren. Und die sind beide identisch. Das heißt, ich kann mit OpenSSL programmatisch die gleichen Codes oder also den gleichen Binärcode erzeugen oder die gleichen Hashes erzeugen wie auf der Kommandozeile. Das sollte man auch immer gegenprüfen. Das heißt, wenn man OpenSSL programmatisch verwendet, sollte man sich immer eine Prüfung dazu bauen, dass auf der Kommandozeile das Gleiche rauskommt, weil häufig ein Bit geändert oder ein Byte geändert oder irgendwo ein New Line zu viel oder sowas ändert die Hashes oder ändert die Verschlüsselung komplett. Das heißt, wenn ich jetzt hier das minus n weglasse, minus n skippt bei Echo die neue Zeile, dann kommt ein komplett unterschiedlicher Hash dabei raus. Ich habe sogar noch ein anderes Repo. Um zu zeigen, wie das dann aussieht. Das heißt, ich habe mir mal für die Arbeit einen Roundtrip geschrieben. Das heißt, mir ging es darum, verschlüsseln und verifizieren von Daten mit C++, Groovy bzw. Java und Bash. Und das heißt, ich habe mir eine Verschlüsselungs- und nee, eine Signier- und Verifizierroutine in Bash, Groovy und C++ geschrieben und die sollen alle das Gleiche ausgeben. Na, wo ist der? Da ist der. Ich habe kein Groovy drauf, aber Bash und C++ habe ich drauf. Das heißt, diese Routine erzeugt mit OpenSSL mit C++ und mit Bash erzeugt das die gleichen Hashes und erzeugt die gleichen Signaturen. Genau, ein bisschen kleine Übersicht zu Formaten.
wo man ein bisschen aufpassen möchte, aufpassen muss, wenn man Private Keys und Public Keys erstellt. Und zwar ist es so, die Default-Befehle von OpenSSL, um einen Private Key zu erstellen und um daraus einen Public Key zu erstellen, die unterscheiden sich. Das heißt, es gibt das sogenannte PKCS1-Format. Das erkennt man daran, an dem Text RSA oben in diesem Titel, der ausgegeben wird. Das heißt, hier steht Beginn RSA Private Key. Und beziehungsweise beim Public Key steht hier drin Beginn RSA Public Key. Das PKCSS-Verfahren, das ist ein generischer Key. Und deshalb steht hier nicht mehr drin, welches Verfahren das verwendet, sondern hier steht dann nur noch Beginn Private Key und Beginn Public Key. Praktisch ist es so, dass dann PKCS8 ist ein Wrapper um einen PKCS1-Key. Man kann sich das im Detail dann hier auf einer Webseite anschauen, wie das im Detail aussieht. Auf der Kommandozeile sieht es dann so aus. Das heißt, mit dem Befehl, um sich einen Private Key zu generieren, sieht man an dem RSA hier, das ist ein PKCS1-Key, den OpenSSL hier generiert hat. Und wenn man mit dem Default-Kommando von OpenSSL sich jetzt einen Public Key generiert, ohne weitere Parameter, dann baut er einen PKCS8 Public Key. Das heißt, OpenSSL mischt die beiden Sachen und da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die einlesen möchte, also programmatisch einlesen möchte oder rausschreiben möchte, dass OpenSSL komplett ohne Parameter zwei unterschiedliche Formate ausspuckt. Es gibt allerdings auch Kommandos, um die dann umzuwandeln. Das heißt, mit OpenSSL PKCS8 kann man jetzt diesen Private Key in einen PKCS8 Private Key umwandeln. Und wie man hier erkennt, jetzt steht, fehlt das IS, das heißt, das ist jetzt PKCS8-Format. Und man kann auch den Public Key, also man kann auch mit OpenSSL RSA aus dem Private Key einen PKCS1 Public Key generieren. Dafür muss man den Parameter RSA Public Key Out mitgeben. Und dann sieht man, das ist jetzt ein PKCS1 Public Key, wie man hier in dem RSA sieht. Genau, wenn man jetzt aus dem Key einen SSH, also einen Public Key verwenden möchte, den man bei SSH verwenden möchte, kann man SSH Keygen verwenden. Da kann man einen PKCS8 Public Key reingeben. Das ist das, was OpenSSL per Default erzeugt hat, und mit dem Argument PKCS8, also das Formatargument, erzeugt er ein Public Key. Das ist nochmal ein komplett anderes Format. Und das sind diese Formate, die kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mit OpenSSH schon gearbeitet habt. Das sind die, die man in der Authorized Keys hinterlegt, um sich einloggen zu können über dieses Key-Verfahren. Das von Formate. Dann habe ich noch ein bisschen Kleinkram, der jetzt nicht in die anderen Sachen reinpasst. Also einfach so nette Sachen, die man einfach informativ sind. Und zwar seit ungefähr so 2-3 Jahren gibt es in Chrome, Firefox und Curl. Curl ist ein Kommandozeilentool, um sich Daten abzuholen. Gibt es die Umgebungsvariable SSL Key Log File, und zwar war es oft so, dass für Windows die Antivirenprogramme haben im Root Store von im Zertifikatsstore von Windows haben die ihr eigenes Root-Zertifikat hinterlegt, haben die Verschlüsselung geknackt, haben das gescannt und haben das wieder mit ihrem eigenen Root-Zertifikat verschlüsselt. Und das hat dazu geführt, dass wenn der Client
Zertifikatspinning gemacht hat, dann hat der diese neuen Zertifikate, also diese neuen verschlüsselten Sachen hat er nicht mehr akzeptiert. Oder was auch passiert ist, ist, dass die Verschlüsselung des Antivirenprogramms, dass die schlechter war als die des entsprechenden Clients und dadurch wurde die Sicherheit durch ein Antivirenprogramm sogar gesenkt. Und deshalb haben sich Chrome und Firefox und auch Curl darauf geeinigt, besser ist es, über eine Umgebungsvariable die Session-Daten für die Verschlüsselung rauszuschreiben. Und das benutzen die Antivirenprogramme. Das heißt, man kann auf dem an einem Host-System, wo man mit Chrome, Firefox oder Curl arbeitet, kann man die Umgebungsvariable SSL-Keylog-File definieren auf einen Dateinamen und ruft dann einen Client auf und dann schreibt dieser Client die Session-Daten für dies Verschlüsseln für die Verschlüsselung auf die Kommandozeile raus, beziehungsweise in die Datei. Das Ganze sieht dann so aus, mit Curl zum Beispiel. Achso, ich bin da. Und hier sind die Keys, die Curl jetzt verwendet hat, als es die Verbindung zu Google aufgebaut hat. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Ein bisschen schlechten Geschmack hinterlässt das natürlich, weil das bedeutet, dass sich die Session-Daten von Chrome und Firefox, also die Verschlüsselung von Chrome und Firefox und Curl, lassen sich auf dem Host, wo das läuft, mit dieser Umgebungsvariable einfach auslesen und entschlüsseln. Das ist zumindest besser als dieses Root-Zertifikat. Ob das jetzt gut ist, dass die Verschlüsselung von dem Antivirenprogramm geknackt wird, darüber kann man sich streiten, weil natürlich ein angreifendes Programm kann das natürlich auch hinterlegen und kommt dann ganz einfach an die Verschlüsselungen ran. Zum Debugging selber kann man das natürlich verwenden. Das heißt, Wireshark kann man die Datei, den Dateinamen auch mitgeben und dann kann man sich in Wireshark die Verschlüsselung ansehen. Also ansehen, welche Dateien übermittelt werden, trotz HTTPS. Und dann noch ein kleines praktisches Tool, SSL-Dump. Damit kann man sich auch eine SSL-Verbindung ansehen. Das heißt, das kann ich jetzt hier starten. Das braucht Sudo-Rechte, weil das auf den Ethernet-Ports alle Verbindungen abhorcht. Und jetzt kann ich mit Curl zum Beispiel irgendwelche Daten abholen. Und dann sieht man hier im SSL-Dump die Rohdaten der SSL-Verbindung. Das heißt, das ist ähnlich wie das, was wir vorhin bei dem OpenSSL-S-Server-Tool gesehen haben. Das sieht man jetzt hier im Dump für alle SSL-Verbindungen, die von diesem Rechner irgendwo hingegangen sind. Das ist jetzt zum Beispiel dieses Client Hello, was man wieder sieht. Dann kann man dann zum Beispiel auch Ciphers Feeds überprüfen oder sowas. Genau. Ganz am Ende habe ich noch eine Linkliste für Links, die ganz praktisch sind, wo das alles nochmal erklärt sind. Zum Beispiel gibt es von OpenSSL gibt's ein Wiki, wo diese Command-Line-Utilities auch nochmal erklärt werden. Es gibt ein Cookbook, wo nochmal erklärt wird, wo alles, wie man diese Kommandos verwendet. Dann gibt es von SSL Labs die Testseite, wo man sowohl Server als auch Clients testen kann. Wir haben vorhin haben wir einen Client-Test laufen lassen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch einen Server-Test laufen lassen. Und dann kriegt man raus, das ist die Protokollunterstützung von Google zum Beispiel. Dann sieht man, die haben ein relativ schlechtes Rating, weil es fehlen ein paar Protokolle, die SSL Labs gerne sehen würde. Ich glaube, normalerweise ist es auch so, je größer eine Webseite ist, desto mehr Formate unterstützt sie, weil sie natürlich ältere Clients mit unterstützen möchte. Ich glaube, hier steht irgendwo zum Beispiel den Internet Explorer 7 und das heißt, Google muss den IE7 leider noch unterstützen und muss dadurch schlechte Kryptoverfahren unterstützen.
Dann, wenn man selber mal ein bisschen programmatisch mit Kryptographie rumspielen möchte, kann ich die CryptoTales empfehlen. Das ist eine Webseite, da gibt es einfach ein paar Aufgaben, kryptografische Aufgaben, die man selber dann bauen muss. Und man baut kryptografische Verfahren nach und muss sie danach auch wieder brechen. Und man lernt so ein bisschen was über die Schwachstellen oder die Stärken dieser einzelnen Verfahren. Dann noch ein bisschen Spielerei, wenn man sich ein SSH-Key bauen möchte, wo Texte drin stehen, dann kann man hier das verwenden und dann kann man, wo hat er das gemacht? Hier, man kann in seinen Public Key lesbare Nachrichten reinbauen. Und wo ich das mit diesen PKCS1, PKCS8 Formaten selber hatte, ist auch ein Projekt von mir. Da hatte ich genau dieses Problem mit diesem Unterschied zwischen PKCS1 und PKCS8 Format und habe mir dann einen Unit-Test geschrieben, wo ich die ganzen Formate rausschreibe und die muss ich dann entsprechend einlesen. Und habe das getestet, ob das alles funktioniert. Und dadurch habe ich das auch kennengelernt. Das war ein bisschen schnell, oder? Jetzt kann ich mal die Fragen aufpoppen, ob es irgendwelche Fragen gibt. Ja, also eine Frage gibt es, aber genau, die siehst du ja links auch schon selbst von Klaus. Ja, zur heutigen nötigen Schlüssellänge bei unterschiedlichen Verfahren sagen, du hast kurz was, Moment, war ich gerade abgelenkt. Zu den RSA-Verfahren, ich glaube, Webseiten verwenden aktuell noch 2K-Schlüssellängen. Man sagt, dass das ungefähr für 30 Jahre hält. Das heißt, das ist für Webseiten ist das okay. Bei 3K sagt man, das sind ungefähr 100 Jahre, die das halten könnte und alles drüber, das hält dann mehr oder weniger unendlich lang, bis natürlich die Quantenkryptographie kommt, die das alles wieder knackt. Bei den Schlüssellängen hat man natürlich immer die Abwägung zwischen Performance und Sicherheit. Das heißt, 2K-Keys kann man schnell generieren und mit denen kann man sehr, sehr schnell verschlüsseln. Haben natürlich den Nachteil von diesen in Anführungsstrichen nur 30 Jahren. Und wenn man jetzt eine etwas höhere Sicherheitsansprüche hat, dann nimmt man eben 3K oder 4K-Keys. Bei AES-Verfahren ist es so, dass die Keylänge ist immer gleich lang. Und da kommt es dann auf die Verschlüsselung. Das heißt, man kann jetzt mit AES 265, 256 benutzt die gleichen Keys wie AES 128, aber verschlüsselt einfach häufiger. Das heißt, es sind dann mehr Iterationen bei dem Verschlüsseln statt AES 128. Wunderbar, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Ja, Klaus scheint ja auch mit der Antwort zufrieden zu sein. Also falls jetzt jemand noch ganz spontan eine Frage hat, bitte gerne in den Big Blue Button Chat oder bei einem der beiden YouTube-Kanäle. Aber ganz schnell. Ah, okay. Da sehe ich wieder eine Rekursion alles. Also ich sehe soweit keine mehr. Dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir einfach kurz für ein paar Minuten in die Pause gehen und den letzten Vortrag vorbereiten. Genau. Finde ich auch eine gute Idee. Also ich könnte sowieso eine kleine Pause brauchen, von daher kommt mir das sehr entgegen. Samuel, vielen Dank für deinen Vortrag.
Und super, dass du da eine Seite gemacht hast, wo man das alles nochmal nachlesen kann. Ich glaube, in der Geschwindigkeit und in der Menge, also da hast du sehr viele Leute Ja, abgehängt es war und viel, viel unter anderem Stoff. auch mich. Genau, aber Ich vielen habe Dank. mich auch teilweise, also einige der Kommandos kannte ich schon. Ich habe mich, also einige der Sachen habe ich mich jetzt erst eingearbeitet für diesen Vortrag. Und OpenSSL ist einfach ein ziemlich mächtiges Tool. Und man kennt es nur für so mal so eins, zwei Kommandos, um sich ein Key oder ein Zertifikat zu generieren. Aber dass das jetzt auch komplette Server- und Client-Funktionalität mitbringt oder diese ganzen anderen Geschichten, das ist schon recht umfangreich. Oh, ja. Also nochmal vielen Dank. Und solche Sachen sind ja auch immer gut, dass man weiß, es gibt sowas und dann kann man dann nachschlagen. Denn ich glaube, Ja, so, genau. sowas könnte echt keiner aus dem Kopf. Also, oder sagen wir mal, sehr, sehr Nee, wenige. nee, das kann man sich nicht merken. Das wird immer automatisiert oder geskriptet oder sowas. Gut. Dann würde ich sagen, um 16:30 Uhr ungefähr machen wir denn weiter. Und solange haben wir eine kleine Pause. Gut, bis dann. Ciao, ciao.